Man kann nicht mehr alles alleine entwickeln in Zukunft. Man braucht Partnerschaften. Man kann kein Wissen mehr alleine generieren. Das dauert zu lange. Viele Forscher und Entwickler haben Sorge, dass sie irgendwann keine Position mehr haben. Ich sage immer, ihr werdet eine Position brauchen, ihr werdet mehr denn je gebraucht, aber diese Position wird in Zukunft anders aussehen. Ihr werdet kein reiner Wissenschaftler mehr sein, kein Scientist, ihr werdet ein Netzwerker und Wissenschaftler sein und ihr müsst immer die beste Lösung finden. Heute hat man theoretisch ein Riesenpotenzial da draußen in der Welt, was man nutzen kann, aber man muss halt im richtigen Moment die richtigen Leute integrieren können und da auch mit den Innovatoren im Kontakt sein. In Japan zum Beispiel kann man nicht einfach jemanden ansprechen und sagen, so, jetzt möchte ich mit dir direkt Geschäft machen, was in den USA sehr gut möglich ist. Das heißt, man braucht da auch kontinuierliche Geschäftsbeziehungen. Das heißt, da muss man sich wirklich bewusst entscheiden, mit wem man zusammenarbeitet, mit wem man eng zusammenarbeitet. Wenn man jetzt mal das Beispiel Beiersdorf selbst nimmt, wir haben in den letzten 10 Jahren sehr stark investiert, unsere Kultur in Richtung Öffnung nach außen zu verändern, da Vertrauen zu schaffen, ein Partner zu sein, dem man zusammenarbeiten kann, ob das nun ein großes Unternehmen ist, ob man nun ein Institut ist oder auch ein Einzelerfinder. Das ist eine große Herausforderung. Und die Herausforderung ist auch gleichzeitig, dass dadurch natürlich extrem viele Strömungen ins Unternehmen kommen und viele Möglichkeiten, die man natürlich auch lernen muss zu kanalisieren. Das heißt, was heutzutage sich entwickelt hat, ist, dass es eigene Abteilungen gibt, die diese externen Ökosysteme, wie ich immer gerne sage, managen und versuchen, da zwischen beiden Welten auch zu vermitteln. Ich finde es sehr wichtig, dass wir den deutschen Innovationsraum stärken. Und das, was ich mit Ökosystemen beschrieben habe, sollte eigentlich ein deutsches Ökosystem sein. Dass Wissenschaft und Wirtschaft die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Organisationen verschwinden lassen. Ich glaube, dass heute schon eine gute Kooperation existiert. Aber diese muss noch wesentlich offener werden miteinander. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein konkretes Technologiethema habe, könnte ich heute nicht ad hoc sagen, wer von dem wissenschaftlichen Umfeld in Deutschland da für mich der geeignete Partner ist, es sei denn, ich habe mein eigenes Netzwerk aufgebaut. Meine Erwartung an die Wissenschaft wäre, dass die Wissenschaft wesentlich mehr investiert, um sich da auch darzustellen und proaktiver zu sagen, was sie können und woran sie arbeiten. Was ein sehr kritisches Thema ist, wenn es um Grundlagenforschung geht. Aber im Endeffekt geht es ja auch für einen Standort wie Deutschland darum, dass man Technologie nutzbar macht. Und dafür ist die Wirtschaft nun mal elementar wichtig.